Jo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Super Video. Heute mein ganz spezielles Video, denn heute geht es um die Dragon Ball Super Filme. Und zwar, ja, die Filme sind nicht angekündigt, also gar nichts davon. Aber ich persönlich finde schon, dass man Dragon Ball Super Filme bekommen wird, weil wir kennen das aus Dragon Ball Z. Die Filme waren sehr, sehr populär und haben auch wirklich im Westen, glaube ich, auch gerade geholfen, die ganze Marke populär zu machen. Deswegen möchte ich einfach mal sagen, dass ich mir 10 Konzepte aufgeschrieben habe zu möglichen Dragon Ball Super Filme, ob Canon oder Non-Canon, ist hierbei egal. Deswegen, wie gesagt, das ist nur meine Meinung, meine Spekulation, das, was ich cool finden würde. Schreibt eure Meinung auch gerne in die Kommentare nach diesem Video, was ihr für weitere Filmkonzepte cool finden würdet. Und ja, schreibt mal euer eigenes Szenario für diesen Film auf. Würde mich dann auch sehr interessieren, wenn da wirklich viel zustande kommt. Können wir vielleicht nochmal einen zweiten Teil von diesem Video hier machen. Ansonsten fangen wir an. Und zwar GT Super Crossover. Denn wir haben Dragon Ball GT und wir haben Dragon Ball Super. Die spielen beide nach Dragon Ball Z, also zeitlich gesehen an verschiedenen Orten, aber beide nach Z. Und es gibt viele GT-Hater, es gibt viele GT-Fans, es gibt viele Super-Hater, es gibt viele Super-Fans. Deswegen ist da, glaube ich, schon so ein kleiner Fanmarkt da, wo man das vermarkten kann. Und wie gesagt, Super ist zwar mehr von der Story von Toriyama, aber trotzdem, GT hat viele Fans und gerade der Super Saiyan 4 ist ein absoluter Fan-Favorite. Und deswegen fände ich es irgendwie cool, wenn man eine Art Crossover machen würde, wo sich ein Goku Super Saiyan 4 mit einem Super Saiyan Blue Goku treffen würde, weil das wäre schon irgendwie Hype, wenn die zusammen kämpfen würden gegen den Gegner. Das wäre wirklich schon mega, mega krass. Und das Ding ist halt, die sind ja beide am Ende, sag ich mal, also zeitlich gesehen, wie gesagt, nicht am ganzen Punkt. GT ist doch eine Ecke weiter als Super, aber Super ist weiter als Z. Deswegen fände ich es ganz cool, wenn die sich treffen würden, wenn man das als einmaliges Treffen macht, sage ich mal, und dann, ja, ist es halt schwer zu sagen, weil viele dann sagen werden, dass es zu der Story dazu gehört, aber ich meine hier eher, dass es so ist, dass es wirklich ein einmaliges Event ist, dass es nicht Canon ist, sondern einfach nur für die Unterhaltung da ist und dann sagt, ja, hier sind verschiedene Universen, also andere Universen, als wir die schon haben, also diese 12 Universen, irgendwie sowas in der Art, denn wir kennen das auch, glaube ich, aus Comics und gerade auch von den Power Rangers, glaube ich, ist zwar ein mega dummes Beispiel, aber ja, die Super Saiyan Farben sind auch fast so wie die Power Rangers, auf jeden Fall ist es halt so, dass es solche Art Crossovers gibt, deswegen finde ich sowas eigentlich ganz gut und ja, vielleicht nimmt man auch Vegeta anstatt Goku, weil Goku und Goku in einem Film, ist das dann vielleicht ein bisschen zu viel Goku, weiß man nicht. Deswegen vielleicht als Super Saiyan 4 Vegeta oder Goku und auf der anderen Seite dann ein Blue Goku oder ein Blue Vegeta. Je nachdem, wäre dann auch eine coole Kombi, finde ich. Und man weiß auf jeden Fall, dass es Comedy pur sein wird und Action pur sein wird. Das passt einfach zu beiden Universen und wenn die sich dann noch treffen, noch besser. Es würde meiner Meinung nach auch ziemlich viele Fans zufrieden stimmen. Deswegen denke ich auch, dass es ein sehr guter Move wäre. Vielleicht trifft man am Ende noch Vegeta aus Dragon Ball Z, den stärksten Krieger von da, sage ich mal. Das wäre auch irgendwie cool, ja, wenn man wirklich so viel mit Zeitreisen macht und verschiedene Universen, dass man das so macht. Wir kennen Dragon Ball, da sind Zeitreisen immer möglich, aber das ist schon ein sehr, sehr abgespacedes Bild von einem Film, das ich jetzt zuerst vorgestellt habe. Das zweite ist vielleicht ein bisschen interessanter und zwar habe ich mir schon vorher Broly aufgeschrieben, aber jetzt vor ein paar Tagen kam ja die News, dass Broly aus Universum 6, eine Art Broly aus Universum 6, wenn es wirklich Universum 6 ist, jetzt wiederkehren wird oder zum ersten Mal vorgestellt wird. Also wird Broly so ein bisschen in die Story mit eingebunden. Es ist wie gesagt nicht der Broly, den wir kennen, aber bitte seht euch ihn an. Das ist einfach, als würde man Broly nach Super bringen. Deswegen, wir haben jetzt eine Broline oder Sisley, je nachdem wie man sagen möchte, in Dragon Ball Super Anime und ich fände es cool, wenn man das Ganze turnen würde oder das Ganze wurde ja eh schon geturnt durch diese Einführung eines Charakters, der eigentlich nicht Non-Canon ist. Wie gesagt, ist nicht der Charakter, aber es ist die Geschichte dieses Charakters mit dem glatzen legendären Super Saiyan und so weiter. Deswegen wäre ein Reboot der Broly-Filme vielleicht nicht schlecht, wenn man Filme vorstellen würde zu Dragon Ball Super, die zu der Story von Dragon Ball Super gehören mit Broly. Das wäre auch eine andere Art von Anime, wo die Filme wirklich immer dazugehören. Ich meine, One Piece hat zum Beispiel auch Filme, die sehr, sehr nah an der Story sind, wofür wirklich viele Sachen stimmen, zum Beispiel bei Film Z, die ganzen Geschichten und so, aber die gehören trotzdem nicht wirklich zu der allgemeinen Story dazu. Vielleicht sowas zu machen mit wirklich so einer Trilogie vielleicht zu Broly, die wirklich Canon ist, wäre vielleicht nicht schlecht und dadurch könnte man die ganze Story ändern und das würde dann auch passen. Aber ist die Frage, ob man das wirklich macht oder ob man wirklich nach dem Turnier einen nächsten Arc schafft, wo Broly auftauchen wird, also eine Art neuer Broly, der ganz neu interpretiert wird von Toriyama. Wäre auf jeden Fall cool, seine Version von Broly zu sehen. Das hatten wir auch mit Bardock ähnlich gehabt, denn wir haben das Bardock Special gehabt, wo wir gesehen haben, wie der ungefähr drauf ist und dann haben wir später über Jahre, glaube ich, von Akira Toriyama einen anderen Manga bekommen, Dragon Ball Minus, wo er seinen Bardock präsentiert hat und der hat sich ein bisschen davon unterschieden, wie wirklich der Bardock war aus dem Special, deswegen ist das gar nicht so abwegig zu denken und es würde auch für diesen Dragon Ball Boom weiter sorgen, aus Dragon Ball soll ja eine richtig fette Marke gemacht werden, also noch mehr und dann würde das perfekt passen, weil es gibt extrem, wirklich extrem viele Broly-Fans, deswegen eine doch sehr interessante Geschichte oder eine sehr interessante Idee. Was ich persönlich dann noch cool finde, ist einfach die Saiyajin-Vergangenheit, dass man endlich mal auf diese Materie eingeht, denn in Dragon Ball hat man das immer noch ganz, ganz, ja, nebenbei gehabt und ich sag mal so, eine wichtige vergangene Story gehört immer zu einem sehr, sehr guten Titel dazu und viele Fans wünschen sich sowas auch, deswegen wäre es meiner Meinung nach auch gar nicht mal schlecht, eine Story zu machen zu den Saiyajins aus Universum 7, wie es damals bei denen war, weil wir wissen durch den Film Battle of God zum Beispiel, dass dieser Saiyajin-Gott damals schon existiert hat und ich fände es cool, eine Story um diesen Saiyajin zu machen, dass man halt zeigt, wie die Saiyajins gelebt haben, vielleicht unterdrückt worden sind und dann diese Transformation gefunden haben und dann sich das alles entwickelt hat. Vielleicht wirft man auch die Saiyajins aus Universum 6 mit ein, die natürlich
natürlich auf der guten Seite stehen. Vielleicht wird man dann halt so ein bisschen switchen zwischen denen. Und was ich persönlich noch ganz gut finden würde, ja, wenn dieser Film vielleicht dann doch als eher Non-Canon erklärt wird, dass man Bardock mit einbaut. Denn Bardock hat ja ein Special bekommen, das heißt Dragon Ball Episode of Bardock, und da wird gezeigt, dass er nach dem Schlag von Freezer oder nach der Attacke von Freezer in der Zeit zurückgesendet worden ist und dann, wie gesagt, als Super Saiyan gegen den Vorfahren von Freezer gekämpft hat, nämlich Chilled. Und durch diesen Kampf ist diese Legende des Super Saiyan entstanden. Deswegen hatte Freezer so sehr Angst vor denen. Also in dem Film wurde das so ein bisschen, ja, ich sag mal, gelegt. Und ich fände sowas ganz cool, wenn man Bardock einbauen würde, dass er der erste Super Saiyan Gott wäre und das dann so machen würde. Also ein eher unabhängiger Film, der von der Story aber unglaublich viel zu bieten hätte. Deswegen sowas fände ich dann auch in der Hinsicht sehr, sehr cool. Was ich aber noch cooler finden würde als diese Idee, ist nun mal ein Film mit Cooler. So, den Joke musste ich bringen, wirklich. Der lag mir so auf der Zunge. Aber jetzt mal ernsthaft, Cooler ist ein cooler Typ. Ja, muss man sagen. Und ja, ich fände es einfach nur Hype, wenn man den Golden Cooler rauspacken würde. Das wäre schon irgendwie cool, den nochmal zu zeigen mit seiner Armee und dann vielleicht so ein kleines Special zu machen. Also, ich denke, ein Film würde vielleicht ein bisschen zu viel sein. So ein kleines Special würde, glaube ich, komplett reichen. Vielleicht eine Stunde oder so. Und vielleicht kriegt Vegeta dann auch den Finisher. Also, so viel dazu zu Cooler habe ich allgemein nicht viel zu sagen. Aber ich fände es ganz cool, wenn man den dann einwerfen würde. Vielleicht auch einen ganz, ganz abgespaceden Film mit Freezer, Frost und Cooler. Alle drei, verbünden sich sozusagen. Das wäre aber auch nochmal ultra, ultra abgespaced. Deswegen machen wir einfach straight weiter. Und zwar die Manga-Adaption. Das, denke ich, ist ein großes Thema, um auch Toyotaro, den Mangaka von Dragon Ball Super, zu pushen, um ihn wirklich anzuleiten an diese Dragon Ball Legacy. Und ich muss einfach sagen, der Manga hat viele coole Sachen eingebaut, wie zum Beispiel Lösungen. Ich finde zum Beispiel, dass der Super Saiyan Blue oder dass die Super Saiyan Blue Kaioken nicht eingebaut worden ist, nicht so cool. Aber es ist eine interessante Möglichkeit, dass man das nicht benutzt hat. Und es wäre als Film ganz cool zu sehen, wie Goku es so geschafft hat oder wie Goku den Kampf eher so bestritten hat. Und wir haben zum Beispiel gesehen, dass Trunks das Kaioshin-Training gemacht hat. Das kann im Anime auch sein, aber das ist halt vielleicht offscreen passiert. Dann haben wir nochmal Zamasus Weg, denn Zamasu ist nicht wirklich durch die Sachen böse geworden. Zum Beispiel der Kampf Zamasu gegen Goku, den gab es ja im Manga gar nicht. Deswegen ist der Weg zu Zamasus Zerfall ganz anders im Manga, also nicht sehr viel anders, aber ein bisschen anders. Und der Kampf Goku Black vs. Goku hat auch gar nicht stattgefunden. Deswegen muss ich sagen, finde ich sowas ganz cool, wenn man halt in 1 bis 3 Jahren so etwas aufbauen würde, dass man halt sowas ähnliches macht wie Hunter x Hunter 2011. Und zwar Hunter Hunter, wer es nicht kennt, das ist halt ein Manga, der extrem alt ist. Davon gab es auch mal die erste Fassung als Anime, Hunter Hunter. Und dann 2011 hat man sich dazu entschieden, die ganze Serie zu rebooten. Dann gab es Hunter x Hunter 2011 mit fetter Animation, mit der gleichen Story, aber mit mehr Detail, sage ich mal. Und sowas fände ich ganz gut, wenn man Dragon Ball Super nochmal rebooten würde, nach, keine Ahnung, vielleicht nochmal 4-5 Jahren und dann die originale Manga-Story nehmen würde. Das fände ich dann ganz gut, weil Dragon Ball Super halt sehr viele Sachen anders gemacht hat. Da kann man die Filler-Folgen auslassen und vielleicht sogar mit 60 bis 70 Folgen komplett hinkommen mit der ganzen Dragon Ball Super Story, aber ist halt die Frage, wie lange wird Dragon Ball Super noch gehen? Aber wie gesagt, Manga-Reboot fände ich dann doch ganz cool. Dann auch Gogeta, ein sehr großes Stichwort. Ich weiß, ich laber sehr oft über Gogeta und auch über Gohan, aber man muss sagen, Gogeta ist der Liebling von jedem. Jeder mochte Gogeta. Ich muss sagen, wirklich, der Film damals, Future Reborn, der war wirklich fett. Als Kind hat man das echt richtig gefeiert und ich muss sagen, ich fände es einfach cool. Ich muss einfach sagen, dass ich finde es einfach persönlich cool, dass, oder wenn man Gogeta wiederbringen würde, weil es war einfach cool zu sehen, dieser ganze Kampf dann zu Gogeta und so weiter und so fort. Die Frage ist halt, ich würde mir halt einen längeren Auftritt wünschen, aber wie lange hält denn ein Gogeta im Super Saiyan Blue? Wahrscheinlich nicht so lange, aber mal gucken, wie das sich wirklich entwickelt mit der ganzen Zeit oder so in der Fusion, ob der Gottmodus Super Saiyan Blue, Super Saiyan God auch mit der Zeit so drastisch mitspielt, dass die Zeit so reduziert wird, ist halt die Frage, aber an sich der Gedanke finde ich ganz cool. Was wäre, wenn Stories vielleicht einbauen? Das wäre auch eine Idee, finde ich. Und zwar könnte man vielleicht so eine Special-Reihe machen, wo man immer so 30 Minuten Specials hat und dann was wäre, wenn Stories übernehmen, zum Beispiel, was wäre, wenn Vegeto permanent gewesen wäre. Das wäre dann wahrscheinlich ein Dragon Ball Z Exclusive, weil da ist es halt so, dass die Fusion, die Potara-Fusion ewig hält. In Dragon Ball Super wurde jetzt ja geändert. Deswegen ist die Frage, ob man sowas überhaupt noch einbauen kann. Dann, was wäre, wenn Goku böse geblieben wäre, wenn er den Planeten zerstört hätte. Aber ich denke, wenn man so eine Story machen würde, wäre er am Ende doch noch gut geworden und so weiter und so fort. Dann, was wäre, wenn Vegeta auf die Erde gesendet worden wäre. Was wäre, wenn Gohan der Hauptprotagonist gewesen wäre. Und wie gesagt, das ganze Universum von Dragon Ball einfach mal expandieren, mehr machen und wirklich diese Marke pushen, pushen, pushen. Und ich glaube, viele Fans wünschen sich diese Was-wäre-wenn-Videos. Wir haben so viele Was-wäre-wenn-Videos auf YouTube. Ich habe auch schon ein paar gemacht. Deswegen, man sieht, die Fans, die stehen darauf. Die wollen das sehen. Und mit Yamshu hat man den ersten Schritt gemacht. In meiner Meinung finde ich, denn man hätte diesen Manga gemacht, wo Yamshu wirklich oder wo eine normale Person, die das Dragon Ball-Universum kennt, in Yamshus Körper wiedergeboren wird und dann seinen eigenen Weg geht. Das ist ja auch eine Art Was-wäre-wenn. Was-wäre-wenn Yamshu, wie gesagt, wissen würde, was alles passieren würde und so weiter. Deswegen, ja, mal gucken, was man da machen kann. Ich finde es auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Dann ein Film mit Trunks. Wir kennen es alle.
Trunks ist der Liebling von uns allen, also viele lieben den echt sehr, sehr krass. Ich finde den auch sehr, sehr cool, einer meiner absoluten Favorites. Und deswegen fände ich es auch cool, wenn man einen Film machen würde mit Trunks, wo er noch bei der Dragon Ball Super Story da geblieben wäre, also ein bisschen längerer Zeitraum. Das hat man in Dragon Ball Z auch gehabt, dass er noch ein bisschen da geblieben ist und mit den Charakteren gechillt hat, sage ich mal. Das hatte man, glaube ich, im Film mit Bojack und auch im Film mit den Cyborgs. Deswegen einfach mal einen Film mit Trunks fände ich dann auch sehr, sehr cool. Dann vielleicht ein Dragon Ball Z Recap-Film. Das fände ich mega geil. Stellt euch mal vor, ein zweistündiges Full-HD-Event oder eher gesagt Recap von Dragon Ball Z, das wäre ein absoluter Traum. Vielleicht könnte man das auch so machen, dass man das Ganze in Arcs aufteilt. Zum Beispiel hat man dann 4 Specials, das Saiyajin-Spezial, das Namek-Spezial, das Cell-Saga oder Cyborg-Saga-Spezial und das Buu-Saga-Spezial, dass man halt immer jeweils einen 1- bis 2-stündigen Film hat oder ein Special oder auch OVA und dann diese Story einfach mal Recap, denn zum einen gibt das für die alten Fans immer wirklich einen frischen Wind, das zu sehen, das freut bestimmt jeden. Wir haben zum Beispiel dieses Special gehabt von Resurrection of F, wo wir gesehen haben, dass Goku gegen Freeza gekämpft hat in Full HD, das sah wirklich mega heftig aus und es würde auch helfen, neue Fans zu gewinnen, denn natürlich, ich bin auch der Meinung, dass man den Original-Manga lesen sollte, dass man Dragon Ball Z so schauen sollte und so weiter und so fort, aber das Ding ist, um neue Zuschauer zu gewinnen, braucht man auch Zuschauer, die sich nicht so gut mit der ganzen Sache auskennen und das ist der schnellste Weg, wirklich ganz neue Zuschauer für Dragon Ball Super oder auch für Dragon Ball allgemein zu gewinnen, indem sie diese kurzen Filme gucken und dann halt wissen, was Sache ist. Das fände ich dann auch von der ganzen strategischen Sache her, wie man diese Marke präsentieren möchte, auch ganz gut. Und dann noch zum Schluss ein kleiner Gedanke, den ich vor diesem Video noch gehabt habe, und zwar Hit und Goku als Film. Das ist für mich so ein bisschen diese Rush-Hour und das fände ich ganz cool, wenn man das einbauen würde, diese Rush-Hour in Anime-Style. Außerdem muss man einfach sagen, dass Hit und Goku einfach sympathisch sind zusammen und dann nochmal ein bisschen mehr Comedy reinzupacken, fände ich dann auch sehr, sehr cool. Ist ja auch so ein bisschen ähnlich wie mit Goku und Paikohan damals, dass sie halt gegen Janemba gekämpft haben. Sowas in der Art wünsche ich mir auch, nur dass dann Paikohan bzw. Hit mehr Screentime hat und dass die beiden zusammen kämpfen, fände ich dann einfach ganz cool, auch weil die Kampfstile von denen sich ein bisschen unterscheiden oder die Kampfideologie von denen sich ein bisschen unterscheiden. Muss ich sagen, wäre das eine coole Idee. Aber das wäre es hier von diesem Video erstmal gewesen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare eure Filmszenarien. Was denkt ihr? Was könnt man noch für Filme machen? Oder nehmt ein paar Szenarien, die ich vorgestellt habe und spinnt die ein bisschen weiter. Schreibt einfach mal euer eigenes Skript, sage ich mal. Kann auch wirklich sehr, sehr lang werden. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst auch nicht, einen Like da zu lassen. Ansonsten abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich bin damit auch raus, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!